Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 4. Heute würde ich ganz gerne mit dem Planen der Burg anfangen, dass wir halt zumindest mal so eine grobe Ahnung haben, wie groß die Burg am Ende wird. Ich denke mal, komplett fertig werden wir damit heute nicht. Ich denke allgemein, der Bau der Burg wird so bestimmt 20 Folgen dauern. Zumindest denke ich mal, dass die Burg ein bisschen größer wird als die Standardburg. Also keine richtig historische Burg, sondern eher so ein bisschen. Ja, ein bisschen sehr groß. Mit einer historischen Burg hätten wir hier eigentlich schon genug mit gehabt. Theoretisch zumindest. Ja, ich habe heute. Also heute, gestern. Gestern, vorgestern. Vorgestern. Ein bisschen Steine und Stöcke gesammelt. Also Stein hatte ich schon gesammelt, Stöcke noch nicht. Ja, ich rede schon wieder in den Schluss, glaube ich, ne? Ich würde ganz gerne anfangen zu gucken, wo wir ungefähr die Burg an die Mauer angrenzen. Also, wenn ich direkt am Turm anschließen und schon ein bisschen Abstand möchte ich schon ganz gerne haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir am besten einmal. Drei. Ich denke, das passt am besten. So. Und dann hier das Gebäude anschließen. Genau. Wir machen das am besten jetzt. Ich würde ganz gern zumindest an der Eingangshalle ein Steinfundament benutzen. Würde es hier am besten anbieten, glaube ich. Mal gucken, wenn wir jetzt hier rüber gehen, wird dann hier quasi auch die Burg anfangen, ne? Das ist zumindest die gleiche Reihe. Genau. Wie wär's, wenn wir hier ein flacheres Gebäude dranhängen? Quasi ein nach hinten verschoben. Also hier, hier. War das mal 4. Also ein bisschen rüberziehen. 4 mal 3 bietet sich am besten für das Gebäude an. Okay, da komme ich nicht hoch. Hier aber. So. Ich denke, das passt am besten. Ist ein Nied, also ein weiter drin als die Mauer vorne. Und der Eingangsbereich müsste ich dann am, oder wollte ich zumindest in einer geraden Linie von hier aus haben. Dann brauche ich mal ganz kurz einen Steinblock. So, mal gucken. Das heißt also hier und hier, ne? Ja. Will ich das vielleicht nochmal so ein paar rausziehen? Würde ich sagen. So. Können wir hier vorne ein kleines Tor packen. Dass der einfach so ein bisschen schöner aussieht. Dann die Straße quasi mal durchziehen. Wenn die Eingangshalle komplett Stein haben muss, also muss nicht, aber möchte ich halt haben. Dann am besten gucken wir mal, wo ist jetzt die Mauer hier. Dann in den Angriffsbereich zwei kleinere Türmchen machen. Plan ist so ein bisschen doof gerade. Erstmal hier durchziehen, so. Genau. Ich meine, ich könnte komplett aus Steinfundamenten bauen. Das Problem daran wäre aber, dass das im Allgemeinen viel zu viele Rohstoffe kosten würde. Mal so grob drüber nachdenke. Allerdings würde ich ganz gerne die Eingangshalle komplett mit Steinboden auch haben. Deswegen ist das am besten hier so zu machen. Sieht aus. Okay. Wenn wir zwei kleinere Türme anbauen. Ja, dann quasi direkt hier drin hängen. Da kommt ja die Mauer rüber. Einmal kurz hier. Dann das gleiche einmal hier. Und dann würde ich am besten
Moment, das Zeug brauchen wir erstmal alles nicht. Weil die Armbrust werde ich trotzdem ganz gerne behalten unten. Wir die nicht mal rund machen. Ja, nur kleinere Türme. Machen wir das Tor nämlich hier dran. Dann ganz normales Tor. Dann den Eingangsbereich, genau. Dann hätten wir nämlich hier hinten da quasi die beiden Türme. Rund statt eckig, das passt, denke ich, auch ganz gut. Und dann schließt er dann quasi hier die Mauer an, ne? Ist dann zwar mehr als drei, aber ich denke, das ist nicht schlecht. Wir könnten ja das dann immer noch quasi, wenn wir jetzt hier die 3 haben. Was mir von Anfang an hätte einfallen können. Dass wir das Ganze in einem anderen Raum extra machen. Quasi einmal. Dann ist in diese Richtung wahrscheinlich nicht allzu viel. In dem Claim-Block. Aber in diese Richtung wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Ich denke, das kann man so von der Planung her schon mal machen. Allerdings müsste ich jetzt hier noch überall komplett Steinblöcke reinmachen, ne? Große Halle wird definitiv am meisten kosten. So. Dann haben wir nämlich hier auch einen Block zu kurz. Und können den Raum einmal komplett nochmal weg. Komplett hier durchziehen. So. Von der Form her schon mal nicht schlecht. Das wäre dann die große Eingangshalle erstmal. Beziehungsweise große Halle im Allgemeinen. Was ich hieraus mache, keine Ahnung. Muss ja noch am Ende alles mal ein bisschen durchgraben und damit die ganzen Bäume nicht nachwachsen, ne? Also Bäume, sag ich schon, ganzen Sträucher. Das wäre nämlich ein bisschen doof, wenn die das machen würden. Aber die Planung an sich finde ich schon mal nicht schlecht. Genau. Die Türme kommen hier hin, dann machen wir hier noch am besten Türen an die Seite ran, das passt auch ganz gut. Ist eine 6er Breite, sehr schön. Und 4 nach hinten. Okay, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, denke ich. Ja, das Wichtige, wie gesagt, wäre jetzt hier noch einmal, dass wir halt das ganze Gestrüpp ein bisschen entfernen. Wieso nimmst du die Schaufel nicht? Das ist irgendwie verarschen. Ah, jetzt halt genau. Okay. So, da war nämlich einer von den größeren. Ich könnte die Stöcke noch pflücken, theoretisch. Zack. Auch das Gras sollte nicht so durchgucken. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Ja, das wird natürlich noch ganz schnell Erde am Ende, ne? Der Vorteil ist, die Erde kann man gut verkaufen. Deswegen stört mich das jetzt nicht so wirklich. Der Rest müsste, glaube ich, soweit. Ein bisschen tiefer hier noch. Genau. Komm ich raus? Ja, komm ich. Okay. Hier sind ein paar Sachen drin gewesen, die weg mussten. Da zum Beispiel. Deswegen grabe ich mal ganz kurz die inneren alle raus. Ist aber nur ein Stock eigentlich, ist ja nicht so. Verdammt. Aber die Fackel ist gleich immer kaputt. Mal
ganz kurz die ganze Erde eben ablegen. Ich könnte ja das schon mal zum Verkauf hier reinwerfen eigentlich, ne? Den Lehm aber nicht. Zum Glück geht die Sonne gerade auf, deswegen haben wir gleich noch ein bisschen mehr Tageslicht. So, Kräuter können hier rein. Da rein und der Rest kann dann hier rein. So. Das passt ja schon mal. So. Ja, das Gras kommt natürlich wohl durch, ne? Das hätte ich vielleicht zuerst machen müssen. Also rein logisch mal nachgedacht. Aber so passt auch. Ich könnte zwar theoretisch auch alles einen Block höher machen. Aber ich glaube, das sieht ein bisschen komisch aus dann, ne? Deswegen, da sieht er mal lieber. Aber zumindest das möchte ich soweit alles hier irgendwie raus haben. Ja, das Gras hier ist eigentlich gar nicht so hoch. Das dürfte, glaube ich, hier unten nicht stören. Aber weiter vorne stört das Gras auf jeden Fall. Und dann muss das nächste Mal der äußere Rahmen weg, damit wir dann auch alles weggraben können. Und künftig dann daran denken, erst graben, dann platzieren. Das mache ich mir die ganze Arbeit hier ein bisschen doppelt. Und das muss ehrlich gesagt nicht sein. So, das passt so eigentlich, aber du kannst noch weg, bitte. Okay, das passt soweit. Dann können die Blöcke mal wieder rein. Na komm. Okay. Und dann einmal den äußeren Rand einmal wegmachen. Problem ist, die Schaufel hält auch nicht mehr sehr lange. Ich glaube, der Eisenschaufel müsste eigentlich reichen jetzt eben, ne? Weil wir kriegen jetzt auch einen Stahlbarren daraus. Also, ja, aber kein Linsidöl. Okay, muss noch ein bisschen dann. Ja, noch haben wir ein bisschen Flachs, also nicht allzu viel. Das voll, das war klar. So, schmelzen wir dich mal. Ich glaube, eigentlich können wir die alle mal eben kurz hier eben reinwerfen. Das ganze Lehm auch mal eben weg. Dann einmal. Wir kriegen Eisenbarren raus, okay. Das passt auf jeden Fall auch. Wenn wir das in Timber eben holen. Kann ich dir eigentlich erstmal wieder eine Kiste tun? Bevor meine Stimme wieder ganz weg geht hier. So. Dann mal eben ein bisschen Timber holen. Wie gesagt, eigentlich reicht ja. War das überhaupt eine Stahlschaufel oder eine Eisenschaufel? Das war eine Eisenschaufel, okay. Das ergibt Sinn. Waren das zwei oder waren das mehrere Timber? Nehmen wir am meisten mal 7 mit. Ich denke, das dürfte auf jeden Fall reichen. Weil wir könnten ja eigentlich auch mal eben unseren Hammer erneuern, ne? Damit wir schon mal dabei sind. Der hält nämlich auch nicht mehr sehr lange. Ich habe noch einen Kohle gehabt, ne? Ja, hatte ich. So.
Okay, dann kommen noch die beiden eben mit rein und dann einmal die beiden. Okay, es waren zwei. Der Hammer ist, glaube ich, aber noch ein Zimmer, ne? Ja, ein Zimmer und einmal Linsidöl. Da haben wir es und dann einmal. Der Rest der Werkzeuge sieht noch ganz gut aus, eigentlich, ne? Ja, gut, die Axt nicht ganz, aber. Das passt schon. Ich glaube, die Hake ist auch ganz schön. Ja, aber es ist wiederum Eisen. Die Sachen sind kein wirkliches Problem. Kosten ja auch nicht so viel, Gott sei Dank. Dann mal den ganzen Rest hier mal einbuddeln. Okay. Und dann einmal hier den ganzen Rest nochmal. Das müsste eigentlich soweit reichen, ne? Ja, müsste eigentlich reichen. Einmal die beiden Eckstücke zuerst. Und dann einmal die restlichen Blöcke. So. Dann haben wir die Sachen auch schon mal so weit drin. Was ich aus dem Raum mache, weiß ich auch noch nicht so ganz. Können wir erst mal für ein paar mehr Räume dranhängen. Ich würde mal sagen, machen wir mal eine. Etwas größeren Raum hier hinten dran. Ja, vielleicht ein bisschen kürzer als den anderen. Also nicht so breit wie ein anderer Raum. Ich muss natürlich überall Doppelwände einbringen am besten, ne? Das ist, glaube ich, für die Stabilität sinnvoller. So, die beiden Räume hätten wir noch schon mal. Wie groß ich den Raum hier mache, weiß ich noch nicht. Am besten aber so groß wie die Burg selbst, würde ich am Anfang nur sagen, ne? Zack, 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 zack. Genau. Und dann würde ich hier vielleicht sogar schon mal aufhören, ne? Vielleicht hier einen großen Turm noch dranhängen oder so. Vielleicht mal einen runden Turm. Könnten wir ja theoretisch machen, ne? Die Frage ist aber, große Rundung oder kleine Rundung? Erstmal hier weitermachen. Jetzt hier endlich Ende machen, dann geht das bis hier hin. Hier lang weiter, hier lang. Bis an die gleiche Breite wie da. Und auch hier wieder mal Doppelwände. So. Und dann könnten wir das war einer zu viel. Danke für den kleinen Leck. Nochmal so einen schönen Dreierturm anbringen, ne? Also ein 3x3-Turm so rum. Das denke ich mal, dürfte gar nicht mal so schlecht aussehen. Ja, ist doch recht groß. Mehrere Etagen vor allem. Ich denke, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Jetzt können wir noch ein bisschen die Raumenteilung ein bisschen anders machen. Den Turm vielleicht auch höher als den, ne? Wenn wir das hinkriegen.
Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Könnten wir ja vielleicht auch einfach mal. Einen Turm etwas außerhalb stellen, oder? Wäre eine Möglichkeit, wenn wir hier zum Beispiel auch eine Mauer anbringen. So eine zwei weite Mauer nach außen. Und dann hier quasi eine etwas andere Form nehmen. Runde Wand, runde Wand, runde Wand. So quasi. Wäre doch nicht schlecht, oder? Noch einen runden Turm mit dran. Ich denke mal, das kann man ganz gut so lassen. Ja, ich gehe mal ganz kurz in den Creative-Modus mal ganz kurz. Allerdings in den Spectator. Das wäre dann quasi der Plan der Burg. Von der Größe her nicht schlecht, finde ich. Vor allem bietet sich das halt wirklich an. Da und Turm passt, und zwei größere Türme. Mit dem wären das drei recht große Türme, wobei der hat die gleiche Höhe wie die anderen kleineren Türme, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ist nur von der Dach, für die Dach her halt eben höher. Aber ich denke mal. Allgemein ist das nicht schlecht. Okay, dann machen wir das Ding wieder aus. Okay. Ist bei 22 Minuten. Also nicht ganz, wir haben noch über 10 Minuten Zeit. Die Frage wäre: Machen wir noch eine extra Raumtrennung hier rein? Ich meine, möglich wäre es. Ich meine, zu viele Großräume machen auch keinen Sinn. Wir hier aus kleinere Räume machen, das passt, glaube ich, am besten. Wenn ich jetzt hier eine Etage höher, na nur zwei arbeiten, aber das passt aber. Eine Art Flur einbringen. Einmal komplett bis durch. Wir haben einen breiten Flur oben. Plus könnten dann hier extra einmal. Wie mache ich das am besten? Das ist natürlich ein bisschen eine ungerade Zahl hier, ne? Ich meine, wenn ich Innenwände aus Holz mache. Das sieht zwar geil aus, aber die gucken durch die Wände durch. Wie man an dem Tor aussieht. Deswegen müssten wir das ganze Innenleben auch aus Stein machen. Finde ich ein bisschen schade, aber. Es würde mich auf Dauer, glaube ich, viel zu sehr stören, wenn dann nach außen alles so komisch durchragt. Wir könnten auch das Gebäude außen ein bisschen anders aussehen lassen, ne? Wenn wir nochmal zwei große Rundungen anbringen. So. Eine Wendeltreppe nach oben. Sähe, glaube ich, nicht schlecht aus. Okay. Machen wir die Räume am besten einfach mal einen großen, einen kleinen. Und da wir mit Doppelwänden gehen, passt das schon. Es könnten nämlich unten zwei kleine Lagerräume sein und oben dann eventuell zwei Schlafzimmer. Würde sich anbieten, denke ich mal. Genau, den Raum. Müsste ich jetzt auch einmal Doppelwand machen, ne? Weil nur zwei Stück extra. Ja, gut, das passt aber. Okay, und dann noch einmal hier. Komme ich von hier oben dran oder muss ich runterspringen? Ich muss runterspringen, okay. Dass hier auf jeden Fall auch nichts wächst. Naja, wie klar, dass das passieren wird. Also einmal
Den alten Rampentrick. Na komm. So. Hier müssen wir noch auf jeden Fall noch einiges buddeln drin. Außer mal hier so öffnen rein. Zack. Passt schon. Denn hier sind auf jeden Fall einige größere Sträucher gewesen. Und das möchte ich ehrlich gesagt jetzt so nicht in meiner Burg drin haben später. So. Da kommt der Burggraben dran, das heißt, die Sachen verschwinden sowieso. Ich denke auf jeden Fall hier noch die Sachen weg und das nochmal weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, oder auch nicht. Okay, müssen noch die Sachen ja weggemacht werden. Genau, das ist dann im Grunde genommen alles. Dann muss kurz zwei Öffnungen überall rein. Genau, dann brauchen wir nochmal eine Öffnung. Wobei, hier hatte ich schon, ne? Ja, hier hatte ich schon, verdammt. Ach, verdammt. Okay. Die können auch weg, das kann auch weg. Okay, der Strauch will nicht verschwinden, der ist natürlich dann draußen. Die Saudi. Okay, dann machen wir mal von außen dann gleich machen. Und dann einmal die Nummer 7. Falsche Richtung, aber okay. Ja. Das Springen ist manchmal so ein bisschen komisch in dem Spiel, finde ich. So, machen wir es mal richtig rum. So. Okay. Dann muss noch hier einmal das Zeug weg und der Rest kann soweit eigentlich bleiben. Oder haben wir noch Wurzeln drin? Hatten wir nicht, okay. Hier war auch nichts drin, glaube ich. Hoffe ich. Wenn ich sehen, was der nächste Aufnahme. Aber gut, jetzt kann natürlich einiges an Stein dabei. Dann liebst du mich ja tatsächlich die teuersten Sachen zuerst bauen, sprich die Eingangshalle. Ich denke, das wäre auch für die nächste Folge das erste große Bauprojekt. Können wir schon mal ganzen Stöcke und Steine, die wir haben, reinstecken. Eventuell kommen wir schon ein Stück weiter mit, ne? Ich meine, das sieht nicht so aus, aber... Man kann es ein bisschen hoffen, oder? Zack, und dann noch einmal den hier. Und das war's auch schon. Nicht wirklich viel. Für die Menge an Steinen, aber... Wobei, ich stecke auch keine mehr, ne? Jo, das war jetzt ein ganz schöner Verbrauch. Deswegen nutze ich nicht gerne Blöcke, weil die einfach viel zu viel Stöcke und Steine verbrauchen. So, da wir jetzt aber natürlich ein zweites Areal haben, wäre eventuell auch der nächste Claimblock keine schlechte Idee. Falsche Richtung. Und dafür wäre es auf jeden Fall auch nicht schlecht, wenn wir einmal... die Pennies haben. Wir brauchen wieder noch gleich mehr Stein. Übrigens, das Brot hilft wirklich dabei. Auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung, wenn ihr Stein abbauen wollt, macht dieses Gewürzbrot.
Damit könnte er nämlich, ich glaube, dann schlägt man fast doppelt so schnell zu. Also man schlägt auf jeden Fall deutlich schneller zu als vorher. Das ist echt genial. So. Und das war's auch schon. 85 Pennies. Das war schnell. Das ist ein Gold Nobel, ne? Ja, müsste ein Gold Nobel sein. Also knapp 2 Tage, 4 Tage. Bin mir nicht ganz sicher. Ich brauche erstmal noch ein bisschen Stein für den Claim Block. Der kostet nämlich 20. Das ist nicht gerade wenig. Okay, das ist mehr als genug. Sehr schön. Werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, dieses Wochenende hier versuchen, die Mauern so fertig zu machen. Was eine Menge Stein kosten wird, aber dazu noch die ganzen Steine zu sammeln, ich denke mal, das wird kein Problem. Vielleicht noch ein paar extra Stockpiles hier draußen irgendwo hin machen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Jetzt habe ich genug Stöcke dafür, da brauche ich noch mehr. Mal gucken. Na, ich habe mir jetzt genug, sehr schön. Der Claimblock muss aber hier irgendwo hin. Ich denke, provisorisch passt der dort am besten hin. So. Okay, ich werde auch wahrscheinlich später dann in den Turm reinplatzieren, in die Mitte irgendwo. Wie auch da. Aber ich denke mal, vorerst passt der hier am besten hin. Okay. Auf jeden Fall sagen, das ist keine schlechte Bauweise. Ich habe gerade hier, habe ich ein paar Wände vergessen. Ich möchte nämlich ganz gerne, dass alles sehr stabil ist, wenn ich fertig baue und nicht irgendwie sofort zusammenbricht. Deswegen brauche ich das Ganze mit Doppelwänden. Okay, sehr schön. Ganz kurz eben hier einmal die Steuern zahlen. 85 Pennies sind 2 Tage, das reicht. Das dürfte reichen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Medieval Engineers.